Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther. Ja, Mahlzeit, meine Freunde. Hier ist der Pink Panther. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther. Und wir sind in Beverly Hills. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch recht herzlich. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch recht herzlich. Ihr YouTube-Zuschauer. Guten Tag und herzlich willkommen. Ich begrüße euch recht herzlich. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch recht herzlich. Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße euch recht herzlich. Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße euch recht herzlich. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch recht herzlich. Ich fange jetzt nicht an zu singen, sieht zwar so aus, aber ich brauche meine Hände frei. Warum? Wer die Sonne scheint, wir sind zu zweit und fahren zum Kiten raus. Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße euch. Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße euch recht herzlich. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch, ich bin in Dresden. Fear if you try, if you keep believing, like rain falling soft from the sky, I'll tend to your knees. We can live here, we can. Community zusammen Sachen unternehmen. Wir haben ein Kletter-Event gemacht. Wir wollten Kart fahren, Paintball schießen, haben wir gemacht. 2, 3! Tino, siehst du, das ist die Community. 2, 1, auslösen! Wow! My heart levitates. Oh, oh, so bright and was macht ihr da? Ihr guckt uns zu, kommt her! Läuft bei uns TV! Jetzt wechseln wir noch mal kurz zu einem anderen Standort. I don't mind staying up all night, 'cause I came to get it right. I won't leave without a fire, out in the dark. Okay. Nobody came for my rescue. Ist gut, es reicht. Ich werde hier massakriert. Cheng ist hier. Grüß dich. Wie hat's dir gefallen? Ja, war ganz okay. Oh, da höre ich so ein kleines Skepsis, weil die hatte ich nämlich auch irgendwie, wo so die ganzen Fernsehleute dann da über die Bühne gelaufen sind. Irgendwie, das fand ich irgendwie nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen bedroht in meinem YouTube-Dasein. Schön, sag ich mal. Ich fand, der Videopreis hatte früher etwas Charismatisches. Es war etwas Besonderes. Es war. Man war unter sich, es war ein YouTuber da, es waren Filmemacher nur da und es waren Leute da, die man kannte. Es war wie eine große Familie und mittlerweile, es werden Zuschauer eingeladen, es werden Tickets verkauft, es verliert immer mehr den Charakter, den es hatte. Es wird einfach vermarktet, kommerzialisiert, was mir und heute so habe ich mal völlig erkennbar den Buga bei mir. Hi, hi Tino. Du bist da zum Glück auch einigermaßen normal angezogen. Also ich fühle mich nicht ganz so alleine. Ich dachte schon, ich komme mit der letzte Asi, aber es geht ja. Aber stell dir mal vor, wir wären jetzt alle in so einem Anzug hier. Das in der Sonne hier.
Bühne, letztes Jahr. Hast du mitbekommen, was da passiert ist? Nee, ja, wo der Lucky Day. Ja, genau. Was erwartet ihr dieses Jahr? Dieses Jahr bin ich der Lucky Day, aber das soll ist ein Geheimnis eigentlich, ja. Das kommt erst nachdem er es gemacht hat. Chris, was sagst du zu deinen Hämorrhoiden? Tun weh. Okay, Hämorrhoiden von Chris tun weh. Schade. Ja, wir werden jetzt, ich glaube, wir tun ihn jetzt gleich mal live befragen dazu. Ja, okay, dann vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ja, hoffentlich. Ciao. Warum habe ich das Interview gemacht? Weil eigentlich gebe ich echt selten Interviews, aber ich wollte junge Menschen unterstützen und wie ihr sehen könnt, sind das ja junge Menschen, die halt sich bei dem Projekt Berlin Impuls ausprobieren können. Das Ganze wird von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg unterstützt. Ist halt eine Jugend- und Familienstiftung. Muss man denn sein, um denn zu euch zu kommen und zu sagen, so, ich will jetzt loslegen. Wahrscheinlich muss man die Schule beendet haben und gibt es da halt noch irgendwie eine Grenze, dass du mindestens Hauptschule, Realschule, was muss man erfüllen? Ja, man muss mindestens 10 Schuljahre abgeschlossen haben. Das heißt, heute glaube ich MSA, also mittlere Hochschulreife, also Realschulabschluss würde dafür auch reichen. Man muss 16 sein. Das sind einfach die Dinge, die wir formell vorgeben. In dem Bewerbungsprozess gucken wir natürlich trotzdem dann auf die Noten und ob wir glauben, dass, wie vorher auch schon gesagt, die fachliche Eignung, die wir aussprechen, bevor man bei uns anfangen kann, da müssen wir uns sicher fühlen, damit wir dem Bewerber sagen können, in 2 Jahren trauen wir dir zu, dass du danach dein Geld damit verdienen kannst. I'm holding my breath as I walk to your front door. Who would have thought it could feel like this? Heart in my hands, I'm shaking like crazy. Über auf die andere Seite. Und in dem Haus bin ich groß geworden. Da. Auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Hier könnt ihr dann das Häuschen sehen von der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, hier haben wir gebadet in dem See. Das ist der Edersee, das ist ein Stausee. Du bist mein Kumpel. Okay. Und ja, müssen halt überleben, ne? Ja. Ja, das kommt. Alles klar. Jetzt kannst du wieder ran an den Material rein. Ja, Mr. President. Ja. Nein, drücken Sie nicht den roten Knopf. Das könnte fatal Folgen haben. Ich glaube, der russische Präsident könnte eventuell nicht damit einverstanden sein. Ja, Mr. President. Ich werde es Ihnen ausrichten. Steve, der Präsident hat gesagt, zeig mir, es ist gerade total schönes Licht, die Sonne geht unter. Man kann das gerade mal sehen. Kann das da sehen? Da, schönes Licht. Ah, das ist noch ein altes Stück. Der Rest ist mehr oder weniger fast alles erneuert. Also da sind, war ja mal Knitter ineinander. Autos, die verkauft werden sollen. Hier stehen auch private Fahrzeuge, wie hier ein Ferrari. Und ja, mein Auto, BMW, BMW 8i. Fertig. Let's flex.
Ist es ein Junge? Tino, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Oh, Jesus! 607! Was? Nee, das war ein bisschen zu leise. Ihr seid live dabei, meine Freunde! Ja, es lohnt sich einfach doch mal in den Livestream zu kommen, ne? Ja. Und ich hoffe auch, es hat euch gefallen. Wie gesagt, kommt in den Livestream. Das ist meine geile S-Pop-Schule, alles weg aus. Ja, genau. Und? Gewonnen. Wow. Er hat's geschafft. 27 zu 34. Jesus Christ, Alter. Wir werden einen Livestream auf Xbox One, Early Ashes und ja, bedeutet im Prinzip 10 Stunden kann ich zocken und ich werde deswegen heute Abend einen Livestream machen, werde das Ganze über die Elgato heißt streamen und auf der Xbox zocken. Like a baby.